Hallo und herzlich willkommen bei Österreich forscht. Österreich forscht ist die Citizen Science Plattform von Österreich und unser Ziel ist es, Citizen Science in Österreich stärker zu etablieren. Mein Name ist Lisa Retschnig und in diesem kurzen Video möchte ich euch erklären, wie ihr auf unserem Blog euren eigenen Beitrag erstellen könnt. Auf unserer Webseite www.citizen-science.at findet ihr mehr Informationen über Projekte, die auf Österreich forscht gelistet sind, könnt tiefer in die Welt der Citizen Science eintauchen und findet auch mehr Informationen über unsere Plattform. Hier befindet sich auch unser Blog. Der Blog lebt wirklich von der Vielfalt an Disziplinen, aus denen unsere Autoren und Autorinnen stammen. Und so besteht er aus einer bunten Mischung aus verschiedensten Beiträgen. Forscher und Forscherinnen, aber auch Citizen Scientists berichten hier über Neuigkeiten aus den Projekten. Es finden sich auch Hinweise auf aktuelle Events, Interviews, Meinungen, Hilfestellungen und vieles mehr auf unserem Blog. Nun wollen wir uns anschauen, wie wir einen neuen Blogbeitrag verfassen können. Dazu müsst ihr euch zuerst auf der Webseite registrieren und danach einloggen. Dann seht ihr hier links unter eurem Namen das Feld Neuer Beitrag. Übrigens, darunter bei Meine Beiträge könnt ihr jederzeit auf eure Entwürfe oder veröffentlichten Beiträge zugreifen. Wir wollen jetzt einen neuen Beitrag verfassen und dazu werde ich euch Schritt für Schritt durch die einzelnen Elemente durchführen. Nachdem ihr auf Neuer Beitrag geklickt habt, werdet ihr in den Composer weitergeleitet. Das ist das Fenster, das ihr jetzt sehen könnt. Die linke Hälfte hier ist der eigentliche Composer, wo ihr euren Artikel verfasst. Und auf der rechten Seite befindet sich hier ein Panel, wo verschiedenste Einstellungen durchgeführt werden können. Für den Titel könnt ihr einfach hier klicken und schon munter drauf lostippen. Und um ein Coverfoto für den Artikel hinzuzufügen, könnt ihr hier in dieser Leiste rechts oben auf Beitragscover klicken. Da öffnet sich ein kleines Fenster und da habt ihr jetzt drei Möglichkeiten, wie ihr das Beitragscover hochladen könnt. Ihr könnt es entweder direkt aus einem anderen Fenster hierher ziehen. Ihr könnt auf Hochladen klicken, um eure Dateien zu durchsuchen am Computer. Oder ihr könnt auf Medien durchsuchen klicken, um Bilder zu durchsuchen, die ihr früher schon mal auf Österreich forscht hochgeladen habt. Nachdem ihr euch also für ein Foto entschieden habt und das hochgeladen ist, erscheinen danach darunter zwei Felder. Und dieses rechte Feld hier ist die Beschriftung für das Foto. Das ist auch die Beschriftung, die im Beitrag unter dem Foto erscheint. Da ist es für uns ganz wichtig, dass ihr in diesem Feld die Nutzungsrechte für dieses Foto erwähnt und dass ihr auch die Rechte habt, dieses Foto zu verwenden. Wenn das nicht der Fall ist, können wir leider euren Beitrag nicht auf Österreich forscht veröffentlichen. Wenn man einen neuen Blogbeitrag beginnt, dann befindet sich automatisch unter dem Titel das erste Textfeld, da kann man einfach draufklicken und drauf lostippen. Ihr seht jetzt auch schon, dass sich das rechte Panel verändert hat. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Wort oder einen Absatz markiert, kann man auf der rechten Seite die Formatierung festlegen, die Schriftart und Schriftgröße. Man kann auch etwas fett hervorheben oder unterstreichen und vieles mehr. Es besteht auch die Möglichkeit, Nummerierungen oder Bullet Points einzufügen. Und dieses graue Feld hier, das ist die Schriftfarbe. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr hier ganz einfach die Schriftfarbe festlegen. Natürlich kann man jetzt ein Wort auch verlinken. Auch hierzu wieder einfach das Wort markieren oder die Wörter markieren. Und unterhalb von der Formatierung in diesem Kästchen links kann man jetzt einen externen Link eingeben.
und hat auch die Möglichkeit auszusuchen, ob das in einer neuen Seite geöffnet werden soll. Man kann jetzt auch gewisse Elemente einfügen, wie zum Beispiel Hinweise oder Wortzitate. Und dazu muss man hier auf Block einfügen gehen. Dann seht ihr auch schon wieder rechts, dass es hier viele verschiedene Möglichkeiten gibt, was man alles einfügen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich für den Hinweis entscheide und draufklicke, seht ihr, dass jetzt im Composer ganz viele Felder sich geöffnet haben. Wenn man mit der Maus drüber fährt, steht dann dort, ziehe Blöcke hierher. Das ist also sozusagen die Platzierung, die ich für mein Element aussuchen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Hinweis unterhalb haben will, ziehe ich den Hinweis einfach hierher und kann hier auch schon meinen Hinweis eingeben. Rechts im Panel besteht dann wieder die Möglichkeit, dass ich das Layout aussuche, zum Beispiel dieses hier. Und das Gleiche gilt dann auch für Zitate und andere Blöcke. Man kann aber auch zum Beispiel unter den Blöcken ein weiteres Textfeld einfügen. Wenn ich jetzt also unter meinem Hinweisfeld den Text weiter verfassen will, dann füge ich einfach ein neues Textfeld ein. Wenn euch jetzt zum Beispiel die Anordnung von euren einzelnen Elementen nicht gefällt, dann könnt ihr jederzeit ein Element anklicken und hier in dieser grauen Leiste unterhalb besteht die Möglichkeit, das Element zu verschieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Hinweis doch lieber oberhalb hätte. Ich kann aber auch das ganze Element einfach löschen. Bilder sind ganz wichtige Elemente für euren Blogbeitrag. Sie lockern den Text auf und sorgen für Abwechslung. Und oft lässt sich etwas mit einem Bild auch einfacher erklären. Um jetzt ein Bild in euren Beitrag einzufügen, klickt ihr oben in der Leiste auf Blog einfügen. Dann öffnet sich rechts wieder die Liste an verschiedenen Elementen, die ihr einfügen könnt. Und da seht ihr weiter unten auch mehrere Möglichkeiten, wie ihr Bilder einfügen könnt. Ihr könnt ein Bild einfach nur als Bild einfügen. Ihr könnt mehrere Bilder, aber auch als Galerie einfügen. Dann werden sie hintereinander abgespielt. Ihr könnt mehrere Bilder auch als Miniaturbilder einfügen. Dann sind sie nebeneinander klein dargestellt. Und ihr könnt zwei Bilder auch als Comparison, also als Vergleich, einfügen, dann sind sie links und rechts nebeneinander dargestellt. Wenn ich jetzt nun zum Beispiel ein Bild einfügen will, klicke ich wieder drauf und dann öffnen sich im Composer wieder mehrere Felder, wo ich mein Bild einfügen kann. Das kann ich dann jetzt wieder hierher ziehen oder einfach doppelklicken und dann sehe ich hier schon, wie ich mein Bild hochladen kann und wie auch schon vorher beim Beitragscover gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann es entweder direkt hierher ziehen aus einem anderen Fenster. Ich kann die Medien durchsuchen. Das sind dann wieder alle Fotos und Bilder, die ich schon früher auf Österreich forscht hochgeladen habe. Oder wenn ich auf Hochladen klicke, kann ich wieder Dateien auf meinem Computer durchsuchen. Wenn ihr dann ein Foto ausgewählt habt und das Foto hochgeladen ist, dann seht ihr wieder rechts im Panel verschiedene Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Könnt hier zum Beispiel die Größe des Fotos, des Bildes einstellen. Ihr könnt weiter unten auch wieder die Bildunterschrift eingeben. Auch hier ist es ganz wichtig, dass ihr nur Bilder verwendet, für die ihr auch die Nutzungsrechte habt und dass ihr diese Rechte in der Bildunterschrift angebt. Und dann gibt es hier auch noch ein Feld für den alternativen Text. Das ist vor allem dann sehr wichtig, wenn ihr diese Bilder verwendet, um etwas aus dem Text näher zu beschreiben. Wenn also das Bild für das Textverständnis notwendig ist, dann müsst ihr im alternativen Textfeld das Bild ausführlich beschreiben. So bleibt dann unsere Webseite auch weiterhin barrierefrei. Neben Bildern steht es euch natürlich auch offen, Videos oder Beiträge von euren Social-Media-Kanälen direkt in den Blogbeitrag einzubetten. Auch hierfür geht ihr wieder in der Leiste oben auf Blog einfügen und rechts im Panel ganz nach unten. Dann seht ihr hier, dass ihr verschiedenste Möglichkeiten habt, um Beiträge von anderen Seiten einzubetten. Wollt ihr jetzt zum Beispiel ein Video von YouTube hochladen,
Dann könnt ihr hier auf YouTube klicken. Auch hier wieder im nächsten Schritt zuerst die Platzierung aussuchen, wo ihr das Video eingefügt haben wollt. Doppelklicken und dann seht ihr schon, dass sich ein neues Fenster öffnet, wo ihr direkt die Adresse von eurem YouTube-Video reinkopieren könnt. Dasselbe gilt auch für alle Social-Media-Beiträge. Zu guter Letzt vergesst bitte nicht, euren Beitrag einer Kategorie zuzuordnen und auch Tags hinzuzufügen. Das passiert auch wieder rechts im Panel. Wenn kein Element markiert ist, seht ihr hier die Eigenschaften von eurem Blogbeitrag. Wenn ihr da weiter runter geht, kommen zuerst die Kategorien. Es ist immer automatisch allgemein angekreuzt. Ihr könnt das aber gerne ändern und könnt auch gerne mehrere Kategorien auswählen, wenn sie zutreffen. Unter den Feldkategorien befindet sich dann das Feld für Tags. Dort könnt ihr bis zu 5 Tags eingeben. Die Liste von allen Tags findet ihr auch auf unserer Webseite. Da fallen zum Beispiel darunter aus den Projekten, Events oder Biodiversität. Wenn ihr Teil eines Teams seid, könnt ihr euren Artikel auch im Team veröffentlichen. Das passiert dann hier unter Autor. Wenn ihr auf den Bleistift klickt und dann auf Verknüpfungen, findet sich hier eine Liste von allen Teams, denen ihr zugeordnet seid. Die Teams können nur von den Administratoren erstellt werden und es ist auch klar definiert, wer dann Teil dieses Teams sein kann. Ihr könnt natürlich euren Beitrag jederzeit hier rechts im Panel als Entwurf speichern. Darunter befindet sich auch der Button Beitrag Vorschau. Wenn ihr den klickt, dann öffnet sich euer Beitrag in einem neuen Fenster und wird so angezeigt, wie er dann auch auf unserer Webseite erscheint. Wenn ihr dann mit eurem Beitrag zufrieden seid, dann bleibt nichts anderes übrig, als ihn noch einzureichen. Und zwar wird das hier oben bei euch wahrscheinlich grün sein und es wird dastehen, Beitrag zur Prüfung einreichen. Einfach draufklicken und der Beitrag landet bei uns. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, wie man einen Blogbeitrag auf Österreich forscht erstellt, dann schickt uns bitte eine E-Mail unter office@citizen-science.at. Und sonst bleibt uns nicht mehr übrig, als euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren zu wünschen und wir freuen uns schon auf zahlreiche Blogbeiträge von euch. Tschüss!